Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und einem neuen Let's Test angespielt zu dem Spiel The Longing. Ich habe gerade vom Publisher einen Key bekommen und will mir auch direkt das Spiel angucken. Ja, zur Story kann ich bisher noch nicht viel sagen. Das ist wie immer ein Blind, aber was ich schon weiß, ist, dass es bei The Longing scheinbar darum geht, dass wir so eine kleine Figur sind, die aussieht wie Mr. Burns, nur in Schwarz. Die irgendwie auf die Ankunft oder das Erwachen seines Meisters wartet. Und das ist hier oben, das da 400 Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Und wir können uns in der Zwischenzeit irgendwie die Zeit vertreiben mit Warten, mit Bauen, mit keine Ahnung was. Ich bin gespannt. Tief, tief unter der Erde liegt das Reich eines alten Königs. Okay, tief. Das Studio seufzt. Okay, die Credits sind diesmal der Start. Ist ja auch mal interessant. Ich kann es auch nicht wegdrücken. Von 2013 schon was. Und es kam jetzt erst raus. So, sind das Wolken oder sind das irgendwelche Gesteinsmassen? Gestein. Das zeigt also nur, wie tief wir jetzt unten sind und deswegen haben sie die Zwischenzeit genutzt, um die Credits zu zeigen. Ah, da ist der Meister. Oder der König. Und das bin ich. Mr. Burns. Meine Kräfte sind vergangen. Alles, was mir bleibt, bist du, mein Schatten. Ich verlange von dir nur zu warten und diese Höhle niemals zu verlassen. Ich werde 400 Tage schlafen, um meine Kraft zu sammeln. Erwecke mich, sobald die Zeit gekommen ist, um alle Furcht und Sehnsucht zu beenden. Wahrscheinlich kann man aber auch vor den 400 Tagen raus. Ob es der Meister wissen wird? So, und damit geht's los. Das ist also mein Zuhause. Ein schöner Ort, um die nächsten 400 Tage abzuwarten. Kleiner Brocken Kohle, ein gefallener Bruder kehrt zurück nach Hause. Ich werde alle vier Teile dieses Instrument finden müssen, bevor ich in den Genuss des Musizierens komme. Ich habe Instrumententeile. Malen. Okay. Freund. Muss ich das jetzt malen oder malt er das? Nee, er malt. Und es vergeht Zeit im Spiel. Bisschen schneller als in Wirklichkeit. Naja, lass mal zu Ende malen. Ich kenne noch nicht ganz, was das hier hinten ist. Ist das ein großer Stein, der im Vordergrund ist, oder ein kleines Loch im Hintergrund? Aber ich glaube, es ist ein Loch im Hintergrund und das sieht aus, wie als ob da was liegt, was hätte ein Feuer sein können. Oder war mal Kohle. So, er müsste eigentlich fast fertig sein. Ein paar Beine noch. Aber aktuell sehe ich nicht, ob er irgendwas macht. Er macht's. Ah, doch, okay. Die Zeit vergeht schneller in Gesellschaft, großer Kunst. Das hier verdient einen besonderen Platz an meiner Wand.
Okay. Ein Blatt habe ich noch. Ich habe diese Farbe nicht. Es sollte nicht schwer sein, irgendwo in den Höhen zu finden. Okay, es gibt andere Steine noch. So, da ist ein Stundenglas. Okay. Lesen kann er. Ah, eine Wut hat den müden Körper auf einen bequemen Sessel zu hieven. Ein Buch lesen, sitzen und starren. Gedanken. Goss Girl, The Goose Girl, Thus Spoke, Zarathustra 1 und Moby Dick. Okay, und das können wir jetzt wirklich lesen. Lesen lassen. Boah, das sind 1200 Zeilen. Oh, aber kann es sein, dass die Zeit gerade ziemlich schnell gegangen ist? Da muss ich nochmal drauf achten. So, 50, 55. Ja, mit jeder Seite, die ich klicke, geht eine Sekunde weg. Okay, also wenn ich hier fett durchklicke. Ah, nur für neue Seiten. Vergeht also Zeit. Das kann man sich mal merken. Dadurch habe ich schon eine halbe Stunde jetzt rum. Er ist so langsam. Da habe ich nie gedrückt, okay. Dann guck mal. Ich wollte gerade sagen, so richtig weitergehen will er nicht. Und da geht die Treppe hoch. Ich frage mich, ob das schon die Treppe ist, die dann zu dem Weg nach draußen führt. Ich denke, der König wird mir erlauben, sein großes Reich zu erkunden, aber ich merke mir besser den Rückweg. Warte mal, was war denn da gerade links noch? Da war doch noch eine andere Leiste. Sieht man nicht mehr, okay. Vor allem ist der Kleine langsam. Was wohl passiert, wenn wir den König jetzt schon wecken? Mission verkackt oder? Er kann nicht aufgeweckt werden. Ah, das war das, was ich vorher gesehen habe. Ich habe genug Zeit zum Laufen. An zufälligen Ort laufen, merken, laufen, zurück. Ah, okay, so kann ich mir Shortcuts machen zu den Orten, wo er schon. Genau, wenn ich hier drücke, dann läuft er dahin und da läuft er zurück. Ah, ich verstehe. Ich mag diese Treppen. Späte Orte merken, fein rechts zu den Orten laufen lassen. Ist das der König, der da schnarcht? Sieht so aus. Vor allem seine Krone ist entweder riesig oder ist Teil des Gemäuers geworden. So, da geht's weiter hoch. Da liegt wieder so ein Stein. Aber ist hier noch was oder sieht das nur so aus, als ob das was wäre? Warum bin ich hier nur hingegangen? Okay. So, guck mal zu dem Stein. Immer da, wo dieser Kleckser ist, das ist mein Klick. Aufheben. Ah, okay. Kohle. Ich fand das aber ein bisschen größer aus als das Stück, was ich vorher gesammelt habe.
Ein Fahrstuhl? Oder nur eine steinerne Tür? Eine steinerne Tür. Oh nein! Alles dauert hier also ewig. Oh, man sieht einen Spalt, der aufgeht. Ganz langsam. Und sie geht nach vorne auf zu mir. In aller Pracht geöffnet hat. Jetzt passt er definitiv schon durch. Also kann ich heller machen. Musik. Ich verstehe nicht die beiden Tasten. Bei dem Ohr würde ich denken, der macht Musik leise. Weiter geht's. Dies ist ja ein guter Ort, um einsam zu sein. Ich merke mir besser den Weg. Achso, weil vier weitere Räume. Fangen wir mal links an. Ich sehe auch nichts, womit ich interagieren könnte. Da wäre ein Kupferstein gewesen. Aber scheinbar kann ich den nur benutzen, um zu malen. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, dass das Spiel so viel Geduld verlangt und er so langsam läuft. In diesen mächtigen Hallen zu Lust wandeln ist wahrlich eine erfüllende Tätigkeit. Okay. Geduld ist, glaube ich, keiner meiner Stärken. Ah, zwei Türen. Okay, so langsam wird es labyrinthmäßig. Das Stück Kohle ist weg. Nee, ich will in den Raum. Oh nein, es gibt so viele Wege. Nach dem Intro hätte ich nicht gedacht, dass es so groß sein wird. Wenn sich der eine Weg schon verzweigt zweimal, dann werden sich die anderen beiden Wege bestimmt auch zweimal zwei verzweigen, wenn nicht sogar mehr. Die Steuerung ist irgendwie noch seltsam. So, und jetzt Sackgasse. Nee, da ist eine Tür. Und wahrscheinlich noch mehr. Ja, da liegt irgendwas. Vielleicht so ein anderer Stein. Ich vermute, wenn ich auf eine der schnell links trete. Ein besonderer Feuerstein. Mit zwei kann ich zu Hause ein Feuer entfachen. Ah, sehr gut. Dann wird er bestimmt nur langsam dahin laufen und sich nicht teleportieren. Da liegt Kohle und da ist eine Höhle. Mal eine andere Tür als bisher. Oh nein, es verschwindet gerade. Dies sieht aus wie der Eingang zu einem dunklen und einsamen Ort. Genau das, was ich brauche. Oh nein, es verzweigt sich nochmal. Das wird ja ewig dauern zu exploren.
drei Türen. Welche werde ich wählen? Na, die ganz links. Ich bin bisher immer links gegangen. Ich will mich ja nicht verlaufen. Oh nein! Das wird ja ganz schön groß hier. Ist auch immer der Ausschnitt, wo ich gerade das Bild mache. Aber vielleicht sind die Gänge auch mit den anderen Türen verbunden und mit den anderen Gängen. Vielleicht sollte ich bei so einen Räumen, die nur einen Ein- und Ausgang haben, keine Schnellspeicherung machen. Aber gut, jetzt habe ich es in der Reihenfolge gemacht. Dann sollte ich damit auch nicht aufhören. Okay, jetzt muss man nach rechts laufen. Da liegt wieder was. Zweiter Feuerstein. Yay! Vielleicht kommt man hier auch später mal durch. Wenn er irgendwie auch noch Werkzeuge kriegt. Hier sind ja links und rechts. Was mache ich denn jetzt? Immer den linkeren Pfad. Könnte ein Rückgang, ein Ausgang wieder sein. Könnte von dem Gang davor sein. Hoffe ich doch mal. Da bin ich links gegangen. Was passiert, wenn ich jetzt in der Mitte gehe? Sieht anders aus. Mal sehen. Oh, er muss kriechen. Oh, mal gucken, ob er schwimmen kann. Okay, so tief ist es nicht. Okay, wieder eine Abzweigung. Wir halten uns erstmal immer links. Wir bleiben dabei immer links. Ob er da runterkommt? Ich glaube nicht. Springen. Okay. Sah harmloser aus als gedacht. Sieht das so aus wie der Gang vorhin? Nee, das war anders. Aber der da könnte es sein, sprich, es war eine Sackgasse. Ich gehe nochmal links. Aber ansonsten müssen wir wieder zurück.
Ah, das ist der Gang. Dann ist es alles miteinander verbunden, aber doch anders als gedacht. Okay, trotzdem will ich noch mal in die Mitte. Ich habe das Gefühl, da gab es noch eine Abzweigung, wo ich nicht war. Weil sonst wäre jetzt alles eine riesen Sackgasse gewesen. Okay, ich habe zwei Feuersteine bekommen. Aber war das die Reise wert? Schauen wir mal. Genau, und da sind wir links gegangen. Den Raum meinte ich auch. Oh, das ist neu, glaube ich. Hatten wir sowas schon mal? Sowas hatten wir, aber mit Tür rechts noch nicht. Ich gucke trotzdem mal runter. Aber dann sollte ich hier einen Screenshot mal machen. Ich höre ein Geräusch von fließendem Wasser. Ich frage mich, wo das Wasser wohl hinfließt. Sonst kann ich hier nichts machen, kann mit nichts interagieren. Das sieht neu aus. Da links ist noch was. Ach so, Hacken, aber ich habe keine Hacke. Meine Nase ist noch nicht spitz genug, um diesen Kristall abzuernten. Vielleicht kann ich irgendwo eine gute Spitzhacke finden. So, jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt sage, dorthin laufen. Okay. So, das war jetzt schon hier. Ich werde diesen Ort absuchen. Dann wüsste ich gerade nicht, wo ich auf dieser Seite noch hingehen könnte. War ich da schon rechts? Ich glaube. Jo, ich sehe auch gerade, dass wir bei 25 Minuten sind. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Pause. Sehr interessantes Spiel, aber ich vermute, neben dem ganzen Exploring braucht das Spiel verdammt viel Geduld und Zeit. Ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.